Nein, ich opfere meinen Diener und verstärke mich so und spiele ohne Diener. Diener werden überbewertet. Wunderbar, jetzt habe ich für einen König Dredd habe ich jetzt schön 4 Funken. 4 Fufu-Funken. So, ich lasse ihn jetzt kommen. Komm, put, 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 komm her. Ach komm, bis du wartest. Die Das ist wohl Heiler dieselbe brauchst. Idee wie ich. Ah ja, ich bin ja kein Mensch. Am Dino am Arsch. Jetzt habe ich einen Proc nach dem anderen mit der göttlichen Bestimmung hier. Ich würde mal sagen, Kiki, mir haben ganz schön Schaden rausgerotzt. Ja. Ach, da ist noch was. Ich muss einfach weiterlaufen. Und GZ. Ach ja, danke. Talent! Oh, ich muss den Boss looten. Nee, ich hab Ja. den Boss schon. Ach, ich habe ihn schon gelootet. Das ist ja am besten. Was hast du denn da zur Auswahl? Ich mache, 75 also ich Funken. glaube, das ist alles CC und ein erschütterndes Gebrüll und Ursols Vortex und mächtiger Hieb. Sind alle ganz nett, also das ist persönlicher Geschmack. Und situationsbedingt, wie du dir immer wieder vorstellen kannst bei sowas. Mächtigen Hieb. Bin erst dann. Wird, glaube ich, der im PvP bevorzugt. Ja, das ist immer so situationsabhängig. Da bin ich ja froh, dass sie, was sie im nächsten Add-on mit den Talenten, also wie die das mit den Talenten machen, dass du einfach draufklickst und das Talent wechselst. Ohne Bestätigung, ohne nichts, ohne gar nichts. Ohne Buch. Also ohne Foliant. Einfach draufklicken und wechseln. Nur halt mit einem Kampf nicht. Ja, halt, das stimmt. Das stimmt. Nicht in Das ihm. wäre gut, das wäre. Das wäre ein bisschen OP an mancher Stelle. Ja, sonst kann man sich schon aber so vorm Kampf. Kann man zwar jetzt auch noch, aber ist halt dann noch unkomplizierter. Man muss sich zumindest nicht dreimal überlegen, ob man wieder irgendwelche Folianten dafür ausgeben muss. Oh, nein, 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 ich stand doch ganz hinten. Wieso? Ganz hin und wird zu den Ads geführt. Sind wir dann eh schon beim Endboss? Na dann, gib mir die Dinger aus Maul. Hier muss er die Foliole benutzen am Ende, ne?
Ja, ganz hinten am Ende, dann dürfen wir uns ein kleines Schauspiel anschauen. Ja, mit Labersack und Labersack. Okay. Los, spotten wir den Boss ab. Der verreckt wahrscheinlich jetzt noch an den Tentakeln hier. Dachte ich mir fast. Ja, die Tentakel haben am meisten Schaden gemacht. Anja! So. Einmal hier, halbe Drakuru. Ich hab keine Ausdauer-Mojo! Macht nix, der, es reicht, wenn das einer hat. Ach so, ich hab schon Panik gekriegt. Mein brennender Ansturm war noch an. Ups. Yep. Man. Ernsthaft, ich hab 98%. Ja, du kannst ja gleich die Quests abgeben, da kriegst du dein Level ja noch. Dann kriegst du auch dein Level 75 Talent und das ist, glaube ich, einer deiner größten Damage-Buffs, die du dadurch kriegst. Ich meine, Chaos-Blitz und Schattenbrand machen 25% mehr Damage, ich spiele eigentlich bloß mit den beiden Spells, so ziemlich. Ja. Ja, ich mach mal eben schnell das Licht an, ist ja eh gerade nur Dialog hier. Na dann macht das Jesus. Offenbarung! Die Offenbarung 21 Vers 6. Ich bin das A und das O. So, bin wieder da und der Lich King ist auch da. Ein Glück, dass es keine menschlichen Druiden gibt. Name ist der Dara-Monolog. Erhebt euch und empfangt mein Geschenk. Fix ist der Fat One. Der Säuberung von Sudrak Drakuru. Und er ist ganz schön verstrahlt. Ich meine mal, schau mal, wie der strahlt. Oh. Ich lauf die ganze Zeit zwischen seinen Beinen durch. Tunnelt. Ja, kostet Kistel, da die mal sagen. Ja, ich arbeite schon dran. Inzwischen sind es 20 Kistel. Ja, der schuldet aber der Menge. Markiere jemanden, der dir ein Bier schuldet. Drakuru. Ich dachte, der Bruder muss an Silvester arbeiten. Mehr oder weniger, aber er kommt später nach. Oh, das hat er letztes Jahr auch gesagt. Und dann wollte er doch, dass du ihn von der Arbeit abholst. Ja, da er den scheiß Virus mit heimbracht, da. Nee, ja. Der scheiß Virus. Der war nicht nur scheiße, ich fand ihn sogar zum Kotzen. So geht. Und tschüss. Mir hat's echt gut, dass ich da gesund geblieben bin. Ja, mich irgendwie auch. Okay. Andere Quests abgeben gehen. Neue Stiefel. Let's use the shortcut. Oh, jetzt ist er verreckt. Der Rulham. Hast ihn geopfert. Jojo. Das ist ein weiterer Grund, warum Hexenmeister zu ihren Dämonen nie eine engere Bindung eingehen können. Sklaven meines Willens. Hast du noch nie davon gehört, dass ein Hexenmeister seinen Dämon geheiratet hat? Naja, mit Succubus weiß man das immer nicht so, ne? Was sich da noch so ergibt. Miau. Boah, wie lange hält das denn?
Der Sprint? Ja. Der hält extrem lang. Und wieder nichts für mich. Ich tue den Säcke. Was haben wir denn hier? Platte mit End und Welle. Ja, super. Ich hätte gern irgendwas. Leder ist das einzige, was Beweglichkeit gibt. Alles andere ist End. Ja. Hey, Stoff abschieden für mich. Schön. Ich hätte gern ein paar Lederarmschienen mit Intelligenz. Ein paar neue. So, dann bespucken wir noch kurz die Randoms. So. Gruppe verlassen. Randoms bespucken und rausgehen, ja, ja. Also machen wir weiter Quests. Lass mich ganz kurz das verkaufen. Wenn das Mount eh schon steht. Oh Gott. Das ist eine gute Idee. Wo ist eigentlich mein... Oh nein, habe ich mein Geweih verkauft? Ich wollte gestern eine Waffe für einen aus unserer Gilde aufwerten und habe 4 Echtstahl-Essenzen gemacht, die Volltrottel. Hab also gedacht, so, weißt du, hab alle 4 fertig, müsste auf die Waffe klicken, dieser Gegenstand ist nicht modifizierbar. Dann schaue ich mir so an, Echtstahl-Essenz. Scheiße, ich wollte Stahlgeschmiedete Essenz herstellen. Mann! Ja, sehr gut. Ich hab mein Geweih noch. Und dann ich so zu ihm, hast du irgendein Rüstungsstück, das ziemlich schlecht ist und du könntest ein 700er Platte Rüstungsstück brauchen? Ja, meine Schultern, die sind 615, da hast du 700er Schultern mit deinen besten Stats. Ach, und hier die 630er Waffe, die du haben wolltest. Hust. Ups. Okay. Ich finde es ja cool, dass man momentan immer noch Leute mit geschmiedeten Sachen rumrennen sieht. Weil sie teilweise besser sind als ihre. Mit meiner Katze, die ich habe, habe ich auch eine 715er Stangenwaffe. Was müssen wir hier sammeln? Öl. Also die Katze, die hat jetzt, was ist, die ist jetzt 703 oder irgendwie sowas. Was müssen wir, achso, wir müssen die Dinger looten. Jo. Nee. Schleimproben brauchen wir. Ey, natürlich droppen die wieder nur für jeden einzelnen. Oh, drum krieg ich nix, ich wundere mich schon, wieso da nix droppt. Ah. Ich warte dann, bis ihr fertig seid. Ja, das habe ich mir auch gedacht und habe die Kugel benutzt. Weil ich habe bisher noch keine einzige bekommen von den Proben. Ich habe bis jetzt 2. Noch keine einzige! Die droppen auch anscheinend sehr selten, weil ich bisher jetzt auch erst 2 habe. Das sind 2 mehr als ich. Nee. Boah, das war... Was. One hit. Geh die Finger weg vor dem, wie sagst du? Da hast du schon looten. Dann ist eintrinken, dann ist Schleim drin, Mann. Und die Charaktere überall ihre Finger anfragen, ne? Ey, da ist ein Schwert im Schleim. Scheiße. Ui, guck mal. Oh, Gold. Gehst du zum nächsten Händler, willst mit dem Gold, was du gerade aus dem Schleim blutet, hast etwas kaufen? Der wird sich auch bedanken. Aber die kaufen ja auch allen möglichen Scheiß von dir ab. Die kaufen ja auch die... Was kaufen die von denen? Das eitrige Sekret.